Das LabDo-Benutzerkonzept ist dreistufig angelegt. Student ist der normale Benutzer für Schüler. Dann gibt es LabDo als Administrator, sollte nur von Lehrern oder erfahrenen Anwendern benutzt werden. Und Gastzugang ist für absolute Neulinge. Hier ist kein Passwort erforderlich und hinter einem wird auch automatisch wieder aufgeräumt. Oben links seht ihr die Maschinennummer LabDo-ID, die sollte auch auf jedem Gerät aufgeklebt sein. Oben rechts für blinde oder sehbehinderte Anwender gibt es Zusatzfunktionen. Dort kann man einen Screenreader hinzuholen, Bildschirmleser, Kontrast, verstärkter Kontrast oder auch eine Bildschirmtastatur. Dann gibt es daneben die normale Tastaturbelegung, die ist bei deutschsprachigen Installationen in der Regel auch mit Deutsch vorbelegt. Man kann aber auch andere Tastaturen hinzuholen, das gilt aber jetzt nur in dem Moment der Anmeldung, sonst muss man in den Systemdateien das entsprechend auch ändern. Daneben die Uhrzeit und Herunterfahren und Ruhezustand. Wir hoffen, dass ihr viel Spaß mit den LabDo-Geräten habt und einen guten Lernerfolg habt. Die anderen Tutorials sind dann über Software Content. Da könnt ihr gerne auch reinschauen. Danke.